Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Sword Art Online Fatal Bullet. Wir müssen es jetzt mit dem nächsten Gebietsboss aufnehmen. Das werden wir auch tun. Vorher ganz kurz hier Sprintangriff zum Beispiel brauchen wir nicht. Ich finde ja genau die Kraftform für die Schrotflinte halt recht praktisch. Genau, Geschosspräzision würde ich auch ganz praktisch finden. Schildmatrix nehme ich noch mit. Genau. Ja, bei dir irgendwas? Okay, also hier auf jeden Fall. Ja, und Aufmerksamkeitssucher. Erstmal ein paar neue Skills kaufen bei ihr. So, ich weiß zwar nicht, ob ihr das jetzt so viel bringt. Oh, menschliche Festung ist bestimmt echt gut. So, verstecken auch ganz gut. Perfekt. Munition hatte ich ja, soweit ich weiß, schon alles gekauft. Dann können wir jetzt im Endeffekt sagen, wir machen uns jetzt hier weiter auf die Suche. Und zwar nach dem ersten Gebietsboss. Da sollen wir ja hin. So, genau, im Untergrundlabyrinth. Ich glaube, da haben wir auch schon einen Teleportpunkt hin. Soll heißen, diesmal kommen wir da recht fix ran und verbrauchen nicht so viel Zeit. Das ist ganz gut, denn da kommen wir hier auch schnell. Außerdem muss ich gleich mal was ausprobieren, denn ihr habt mir was geschrieben, was ich extrem spannend finde. Und zwar, dass man auf dieser Karte auch hin und her switchen kann. Wenn das wirklich so klappt, Leute, das wäre mega hart, dann könnte ich besser zurückkommen. Und das war in der letzten Folge so ein bisschen mein Problem. So, ganz kurz mal. Erstmal teleportieren wir uns zum Untergrundlabyrinth. Das ist ja das Ziel unserer Quest. Genau. Und da habt ihr gesagt, ich kann jetzt hier durchzoomen. Feld. Welt einsame Sande. Als ob man das jetzt hier wegzoomen. Also irgendwie meintet ihr zu mir, man kann hier durchklicken, aber irgendwie. Nach dem Motto. Ah. Raus, P mit wegzoomen. Ah, hier Spielfeldansicht. Achso, Feld. Ah, dann kann ich hier auf die. Ah, so geht das. Okay, so kann man hier also sich ganz. Ah, sehr gut. Gut, das gefällt mir. Ja, Untergrundlabyrinth. Das heißt, hier gibt es hier einen Eingang da rein. Zum Dungeon, ja klar, gut. Dann geht's einfach hier zum Dungeon rein. Perfekt, würde ich sagen. Leute, der erste Dungeon in den einsamen Sanden, das Untergrundlabyrinth. Ach ja, und einen weiteren Tipp. Ihr habt gesagt, ich kann mit Tapke meine Skills umschalten. Das heißt, ich brauche, um eine Granate zu werfen, nicht mehr zwingend meine Waffe wegstecken. Also wirklich vielen Dank hier an dieser Stelle, dass ihr mir hier so gut helft, denn. Wow. Vielen lieben Dank, dass ich hier so gut sterbe. Das wollte ich jetzt zwar nicht so. Ey. Ach, von da drüben wird auch noch geschossen. Lasst mich ihn erledigen. Ich habe Scharfschuss-Skills. Kann richtig scharfe Schüsse machen. So richtig scharf, so Pepperoni-scharf mäßig. Könnte sich noch eine
Wartet mal. Oh Gott. Das war jetzt dämlich. Nee, wohin ich eigentlich jetzt... So, wohin ich jetzt nämlich eigentlich wollte... Da drüben kann sich nämlich eine Kiste verbergen. Deswegen lass mich da hinten in der Ecke nochmal nachschauen. Sieht aber nicht so aus. Nee, dann müssen wir da oben durch. Achso, ich drücke mal 2, um die Waffe zu wechseln, weil das in den meisten Shootern ja so funktioniert. Aber natürlich hier nicht bei Fatal Bullet. Man merkt schon, dass die Steuerung eher an eher auf Controller ausgerichtet ist. Und dann quasi so ein bisschen übersetzt wurde. Boah, schönen Schuss gemacht hier. Oh ja, von da oben. Und mit einer Sniper Rifle ist man hier wirklich sehr gut. Muss man wirklich sagen, eine der besten Waffen hier im Spiel. Man hat sehr gut Gegner auf Entfernung erledigen kann, was natürlich auch die Aufgabe einer Sniper Rifle ist. Oh, zu früh auf Springen gedrückt. Wartet mal, machen wir anders. So, von oben. So, schnell noch nachladen überall. Man sollte nie ohne nachgeladene Waffe in den Kampf ziehen. Das lernt man schon in jedem Shooter. Auch hier ist eine Artillerie. Boah. Ich hab die genau die Granate eigentlich selbst auf die Fresse geworfen. So. Hier ist es wichtig, hinter die Artillerie zu kommen. Ah, genau, denn hier hinten an der Kühlung ist sozusagen die Schwachstelle. Oh Gott. Nice try, boy. Oi, Miro, Sniper. Nagerzo. Nagerzo. Oh, okay, Ray ist schon unten. Dachte, okay, spielen wir ein bisschen auf sicher. Sniper, Grenade, ob jetzt die Pumpgun hier, oh Gott, wirklich so eine gute Waffe ist. Nagerzo. Grenade,
wird sich dann natürlich noch herausstellen, aber aktuell funktioniert sie recht gut. Weil ich die Wii immer noch die Sniper am besten funktioniert. Schien einfach nur so ein Lootraum zu sein. Ah ja, hier hinten geht's weiter. Oh oh. Ah, das Ding ballert ganz schön raus. Boah, shit. Ja, ich will hinter das Ding kommen. So. Na du? Ey, ihr müsst ihn ein bisschen ablenken, Leute. Ich muss an die Kühlung ran. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Ah ja, hier können wir einmal zwischenspeichern. ピアキだな。視界を出せるな。なかなか。ありがとうです。使う。 Okay, das hier oben wirkt mir zu ruhig. Oh Gott. Jungs, ich hol die mal nach unten. Unterweltschurke. Kirito, hol sie mal wieder, bitte. Bei dem muss man ganz schön in Bewegung bleiben. Ich hoffe, da kriegen wir ja niemals zwei von. Ah, oh, Itsuki hat sich geopfert. Lass mich dich wiederbeleben, Itsuki. Okay.
So, erstmal alle hier eine Heilung reinhauen. Wir wollen mal schauen, ob man das vielleicht kaputt machen kann. Oh, zwei Lootboxen. Also zweimal Loot. Und ein Teleporter für tiefer in den Dungeon. Oh, oh. Hui. Das wird natürlich jetzt mal... Ah, ich habe noch vergessen, meine Mine zu legen. Das hätte man bei dem Schurken so ein bisschen machen können. Boah, irgendwie... Okay. Gebt eine Rückendeckung. Aua. Kirito, nicht da vorne angreifen. Die Schwachstelle ist doch hier hinten. Aber wo du da vorne angreifst. Warte mal. Ah ja, kann ich hier hinten richtig schön reinbamsen. Das geht mir mit der Waffe noch besser als mit der Pumpgun. Ach, Mann, ey. Ja, gut, dann machen wir es halt. So, geht ja dann auch am besten. So. So, wenn mich nicht alles täuscht, geht's jetzt hier lang zum Bossraum, oder? Yes. Mal alles nachladen und dann lasst uns mal da reingehen. Oder auch nicht zum Bossraum. Ui. Okay, hier sind auf jeden Fall so kleine Fallen auf dem Boden. Nope, das ist noch nicht der Bossraum. Aber diese komischen Ingenieure sind hier, sollten wir erstmal hier weglocken. Okay, zwei Drohnen noch. Und da hinten ist noch ein Scharfschütze unterwegs. Den sehe ich hier auch schon. Stirb, du Scheißteil! Mann, ey. Und hoch. Yep. Zap, zarab. Oh Gott. Und ein Geschoss ist da auch noch. Ist die Heilung? Granate! Was da auch war, es ist tot. Oh, da ist eine Truhe.
Ein Job für mich. Ha. Jetzt ist es euer Job, sie aber abzulenken. So. Und tschüss. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier ein ganz kurzes Päuschen im ersten Dungeon, im zweiten Gebiet, in den einsamen Sanden, der alte Süden. Ja, ich bin gespannt. Wir müssten eigentlich kurz vor dem Bossraum sein, den heben wir uns aber für die nächste Folge auf. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.